Ein Highlight des Jahres, auf das die Kinder vom Familienzentrum St. Ludgerus schon seit einiger Zeit hingearbeitet haben, stand am Samstagabend auf dem Programm. Der jährliche St. Martins-Umzug mit all den schönen Lichtern bescherte den Kindern, Eltern, Großeltern und allen Anwesenden einen unvergesslichen Abend. Bevor sich der Umzug auf den Weg machte, führten die Kinder ein St. Martins-Spiel auf. Hier, sagte er und reichte dem Bettler den halben Mantel. Die Kinder präsentierten übrigens keine fertig gekauften Laternen, sondern sie waren durch die Bank weg alle in Handarbeit gebastelt worden. Eine Laterne leuchtete schöner als die andere. Auch das Wetter spielte in diesem Jahr mit und der Umzug machte richtig viel Spaß. Vorneweg natürlich niemand Geringeres als St. Martin hoch zu Ross. Für die passenden St. Martins-Lieder zum Mitsingen sorgten einige Mitglieder der Blaskapelle Einklang. Wie die Vorbereitung zum St. Martins-Umzug aussah, machte Ursula Heinemann deutlich. Ja, die Kinder haben halt mit entschieden, was wir am Martinstag machen wollen. Die Kinder haben erstmal alle ihre eigene Laterne gebastelt und da sind wunderschöne Exemplare bei rausgekommen. Da gab es von der Eisprinzessin Elsa über irgendwelche Raketen und Feuerwehrautos, ist alles mit dabei. Jeder hat sein Unikat gemacht. Und dann gab es Kinder, die haben überlegt, was machen wir jetzt am Martinstag, was spielen wir und wer macht da mit. Und diese Kinder haben jetzt seit 2 Wochen das auch so vorbereitet. Inzwischen war der Umzug schon eine ganze Weile unterwegs. Eine magische Stimmung lag in der Luft. So langsam, aber sicher näherte sich der Umzug wieder dem Familienzentrum. Angekommen am Ziel bekamen die Kleinen und Großen erst einmal die richtige Stärkung. Es gab heißen und leckeren duftenden Glühwein für die Erwachsenen und heiße Schokolade und köstliche Stutenkerle für die Kinder. Wie hat der St. Martins-Umzug eigentlich gefallen? Ja, der gefällt uns immer sehr gut. Wir sind jetzt schon ein paar Jahre hier hingekommen. Ich komme ja eigentlich aus Rees. Vor allem das Theaterstück mit den Kleinen ist sehr schön. Ja, der Umzug gefällt uns jedes Jahr sehr gut. Wir sind jetzt schon mehrere Jahre dabei, werden die nächsten Jahre auch noch dabei sein. Und ja, ist immer wieder was Schönes, besonders für die Kinder. Der Umzug gefällt mir gut und am liebsten möchte ich immer auf dem Umzug sein. Ja, wir sind hier das erste Mal beim Umzug dabei und Julian ist hier seit diesem Jahr im Kindergarten in der Sternschnuppengruppe und hat mit der Erzieherin eine ganz tolle Laterne gebastelt. Ich habe St. Martin gespielt und dann haben mich den Arm geholfen und dann wurde ich zum Bischof geschlagen. Der St. Martins-Umzug hat mir wie immer jedes Jahr gut gefallen. Ich finde ihn sehr schön, weil da Groß und Klein zusammenkommen und das ist auch der einzige öffentliche Martins-Umzug hier in Schermbeck ist und man sich da einfach ohne großen Vorlauf dran beteiligen kann. Also am meisten hat mir die Musik gefallen. Ansonsten war alles sehr schön. Mir hat die Musik gefallen. Wir haben noch mit dem Familienbeirat gesprochen. In anderen Orten fallen St. Martins-Umzüge aus, da es nicht genug freiwillige Helfer gibt. Aber nicht in Schermbeck. Die Helfer haben einiges geleistet. Vom Aufbau über die Unterstützung an den Ständen bis hin zum anschließenden Abbau. Worin steckte eigentlich die Motivation? Ich war letztes Jahr, als meine Tochter hier noch nicht angemeldet war, war ich hier. Hat super viel Spaß gemacht, man hat sich super wohl in der Gemeinde gefühlt und die Beteiligung der Eltern zeigt ja auch, dass ein guter Zusammenhalt da ist und dass alle Spaß an so einer Organisation haben und an der Durchführung. Was kann schöner sein, als den Kindern eine Freude zu machen? Und genau das haben das Team vom Familienzentrum St. Ludgerus und die freiwilligen Helfer mit Sicherheit geschafft. Der Abend nahm mit einem gemütlichen Zusammensein ein schönes Ende.